Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir haben das nächste Spiel vor der Nase. Gestern wieder einen guten Auftritt gehabt, kämpfend einen Sieg geholt. Hat mich sehr gefreut, gegen einen starken Gegner. Jo. Heute schauen wir mal, dass da das dritte Mal diese Woche klingelt, würde ich sagen. Gestern Sieg Nummer 54. Wir halten die positive Streak aktuell sehr hoch. Gut, wir verlieren im Schnitt auch knappe zweimal. Einmal meistens normal und einmal in Overtime in der Woche. Aber ja. Schauen wir mal, dass wir heute vielleicht drei draus machen. Um es ein bisschen schwerer, einen Gegner zu finden. Schauen wir mal, ob wir da jemanden finden. Nö, Runde 1 schon mal nicht. Wäre jetzt schade, wenn wir gar niemanden finden. Auch haben wir gefunden. So, Gegner ist gefunden, schauen wir mal. Monkey Rangers, Matthews, Runick. Bowser, okay. Schöne Trikots. Schauen wir mal. Division 3 gegen Division 3 nehme ich mal an. Oh, Leon Dreisaitl habe ich schon lange nicht mehr gesehen in der anderen Mannschaft. Taylor Hall. 310, 217, 46. Wir stehen bei 54, 45, 8. Würde ich sagen, auf geht's. Fackeln wir nicht lange rum. Rein in diese Partie. Oettinger. Wird das Leben schwer gemacht durch einen gegnerischen, oder eigentlich nicht durch einen gegnerischen Spieler, eigentlich durch seinen eigenen Verteidiger. McDavid. Für Harvey. Für Harvey. Schuss geht am Tor vorbei. Ja, probieren kann man sie mal. Taylor Hall. Jo, sowas nicht geplant, aber Gretzky ist der Erste, der hinten ist. Nur schade, dass niemand dabei ist, zu unterstützen von seinen Teamkollegen. Lemieux. Ratschak. Abseits von Lemieux. Dreht sich da ein paar Mal zu viel. Auch seine erste Reihe dafür drunter vom Eis. Dann kommt Matthews. Nee. Doch, Matthews, McDavid, oh Gott, oh Gott. Das sind die Momente, wo ich hier stehe und mir denke so, warum, warum? Wir haben so eine starke Mannschaft. Und dann schaue ich mir rein an und denke mir so, jo, nee, haben wir einfach nicht. Das ist crazy, es ist absolut crazy. Naja, wenn Lemieux aufpasst, wenn er aufpasst.
ist hier gut was möglich. Lemmy, oh, war gut gemacht. Mal nicht, wie gesagt, du hast ja sofort gesehen, dass der Gegner den Querpass verteidigen möchte. Oh, Hughes, schade. Wird da... Natürlich kann er einfach weitergehen. Oh, Knight wird abgeschossen. 0-0. Beide Seiten mit unfassbar guten Chancen, aber immer wieder am Ende steht jemand im Weg, der die Scheibe blockt, sie abfängt oder pariert. Oh, Junge, das war ein übler Check. Das war ein übler Check. Also, das ist schon Knie auf Knie. Also, das ist schon, boah, das ist nicht Shutdown. Oettinger. Hat er denselben Oettinger wie wir im Tor? Boah, dann wissen wir theoretisch, wie wir ihn schlagen können. Das wäre natürlich interessant jetzt. Nee, der 91 Oettinger, okay. Na ja, gut, den hatten wir auch im Tor. Natürlich ein bisschen stärker als unsere Oettinger, theoretisch. Mal schauen, wie es weitergeht. Enge Partie bisher, gute Partie bisher. Und bisher muss ich sagen, relativ faire Partie. Oh, Morrissey kriegt die Scheibe zurück. Gut gemacht von Gretzky. Der Block allein reicht aber in dem Fall nicht. Mit dem Tempo. Der hat Tempo, das wissen wir. Der hat auch theoretisch die Fähigkeit, die Scheibe zu halten, nur irgendwie heute nicht. Oh, Oettinger schon auf Position, bevor wir überhaupt da was machen konnten. Ah, wie gut ist das? Oh, es gibt's doch gar nicht. Rönnick. Rönnick. Oettinger pariert, stark gemacht, gut verteidigt. Man muss vertrauen können darauf, dass sie diesen Mittelweg verteidigen. Oder dieses kurze Eck muss Oettinger parieren können. Auch wenn es natürlich nicht immer einfach ist, so wie man es sich vielleicht wünscht. Es ist ein Witz, es ist ein Witz. Es ist ein Witz, der mich wirklich verärgert langsam. Also, ich finde es immer gigantisch, wie schnell wir Beinstellen kriegen und wie offensichtlich das immer ist. Und bei uns, wir kämpfen um jedes Beinstellen und kriegen es nicht, weißt du? Da hat noch gefehlt, dass wir hier jetzt raus müssen. Boah! Keller. Hooking. Dauert urlange, dass der eine Strafe kriegt. Das Hooking habe ich da unten gesehen. Meinst du, da wird jetzt einmal die Anzeige gekommen? Verzögerte Strafe. Als er mich gepinnt hat, ungefähr 20 Sekunden später. Hey. Bin ja schon froh, dass es überhaupt eine Strafe gibt. Jups, mit dem Gewinn. Powerplay zu uns. Rikoski. Okay. Mission, ich laufe einfach den Gegner über den Haufen, funktioniert schon. Use. Ja, wieder keine Strafe für Makar. Wie offensichtlich soll die Behinderung noch werden?
Gegner? Ja. Das. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, ehrlich. Powerchuck baut auf. Boah, Riley, ist zu einfach. Ich kriege jetzt dann das Kotzen mit den 2-Minuten-Strafen, weil das ist eine Frechheit, was hier passiert. Das ist eine Frechheit. Oh, scheiße. Ah, wie fängt die Scheibe ab? Kriegt einen guten Check hinten raus. Ja! Schieb einfach den Verteidiger in den Torhüter rein. Mir wurscht, wie du es machst. Taylor Heisey hat mittlerweile übrigens auch 102 Punkte. Checkresistent fast schon. Braden Point. Harvey hämmert das Ding daneben. McCabe, er ist platt. Ich komme halt auch nicht zurecht gerade in dieser Offensivzone. Da ist so viel zugange gerade. Taylor Hall marschiert durch, gefällt mir gar nicht. Gretzky. Point. McDavid 2-0. Oettinger wieder kurz freest am Pfosten. Zu null. Zweiter Sieg in Folge. Oh, können die Jungs stolz und Jungs und Mädels stolz auf sich sein.
Und was für geile Pässe von Point und Heisi. Und was für zwei absolut geile Tore von Connor McDavid. Wenn man sie am meisten braucht, trifft der Junge auch. 3:11 Torschüsse. Dreifache Zeit in der Offensive. 15% bessere Passquote. Also, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ob der Sieg verdient war oder nicht. Das war relativ eindeutig. Ist natürlich... Mein Gott. Eine super Hilfe für YouTuber und Streamer. Das ist echt... Und Braden Point habe ich voll falsch eingeschätzt. Ich habe Point halt voll aufgebaut als diesen absolut krassen Mann, was Abschluss angeht. Und dabei ist er eigentlich voll dieser Mann fürs Genaue, für diese Pässe, für diese Vorlagen einfach. Da nehme ich da rein, jawohl. Kriegen wir hin. Wenn deine Leute in einer Reihe stehen, hast du ein Problem. Ich sag's immer wieder, ich sag's gerne. Wie gesagt, da schick mal. Niemand, das ist Thumbnail, würde ich sagen. Man sieht die Scheibe, man sieht die Möglichkeit, die sich Point hier erarbeitet, zusammen mit McDavid. Dass er natürlich dann so perfekt am zweiten Pfosten steht und hier zack. Ah, Zucker, perfekt. Danke. Ja. Abschließen. So, und jetzt kommen wir plötzlich ganz nah ran an Division 2. Bisschen näher, als mir sogar eigentlich lieb ist. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao und vor. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüssikowski.